Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch der erste Teil der zweiten Box von DCVDNS. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, DCVDNS, der letzte Teil der Weise. Es wurde höchste Zeit für ein neues Release, denn der gute Mann ist ja schon länger nicht mehr in Erscheinung getreten. 2013 war das letzte Solo-Release. So hat das Ganze ausgesehen, der Wolf im Schafspelz, für die sich noch daran erinnern. Und dann 2014 das Collabo-Album, die Inglebirds mit Big Bad Birds. Jetzt kommt DCVDNS wieder mit einem Solo-Release an den Start und es wurde, wie gesagt, höchste Zeit. So, die Folie entfernen wir mal. Wir haben eine Box, eine sehr flache Box. Ist jetzt nicht ganz so groß wie diese typischen Boxen, wo auch eine Vinyl drinnen ist, aber sie ist doch quadratisch und recht ordentlich. Hier lesen wir der erste teilte weiße DCVDNS. Ansonsten haben wir hier am Deckel nichts mehr. Hier auf der Unterseite haben wir einen Bus, DCVDNS, einen Doppeldeckerbus. Auf der rechten Seite ein Flugzeug, ebenfalls mit DCVDNS beschriftet. Auf der Oberseite einen Helikopter und auf der linken Seite einen Jeep. Auf der Rückseite lesen wir D1TW, also der erste teilweise Deluxe Box, DCVDNS, Inhalt. Album, Secret Cover, Instrumentals, Chopped and Screwed Version, Autogrammkarte, Patch, Poster, T-Shirt und 6 Sticker. Dann haben wir hier noch ein Space Shuttle, wieder mit DCVDNS Aufdruck. Und hier die Credits inklusive Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Wenn der Deckel sich lösen lässt. So, aber jetzt. Dann haben wir hier einmal, das dürfte die Autogrammkarte sein. Der erste Teil der Weiße, das dürfte das Album sein. DCVDNS, der erste Teil der Weiße, Chopped and Screwed. Das T-Shirt, der Patch, ein Sticker, was ist das? Ja, eine Infokarte zur Tour, der zweite Sticker, der dritte Sticker, der vierte Sticker, der fünfte und sechste Sticker und das Poster. Okay, wie immer. Fangen wir an mit dem Album, also mit dem Tonträger. Das dürfte echt in dieser Hülle hier sein. Sieht extrem geil aus. So eine silberne, ja, so Alu-mäßig. Der erste Teil der Weiße 2017 DCVDNS. Das ist so die Frage. Ja, wir brauchen gar kein Messer. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Das Album im Digipack. Also wir haben hier zwei Seiten. Einmal die, das gewohnte Motiv von DCVDNS in diesem Raumanzug von Polo Jeans Company. Und hier auf der Rückseite mit diesem Aluhut, Alu-Empfänger am Kopf. Okay. Ja, es haben sich ja viele Leute beschwert, warum nicht die Brille drinnen ist, weil auf die dürften einige abfahren, diese dreieugige Brille auf diese. Ja, mich erinnert das immer an Tenjin Han, Dragon Ball Z, wer es noch kennt. Und dann haben wir hier, wie in einem Digipack üblich, die Booklets, das ist nur eins, das Booklet innen drinnen. Wenn wir uns das Ganze ansehen, das ist recht umfangreich. Hier haben wir einfach Infos. Alles klar, hier ist der Songtext. Und hier ist noch die Info, wer es produziert hat und wer den Text geschrieben hat. Und dann haben wir noch Aufnahmen von DCVDNS.
Und das dürfte echt jeden Track betreffen. Also wir haben jeden Track einzeln aufgeschlüsselt mit den Infos und dem Text und dann auch noch einer Fotografie. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und man sieht hier, diese VNS hat einiges an Text, den man mitlesen kann. Hier mit dem schicken Goldzahn und dem Supreme Hoodie. Rolex am Schwanz. Im Studio. Aluhut-Anleitung. Okay. Gut, und hier noch die Tracklist. Beziehungsweise ist diese. Ja, denke ich mir noch. Da drinnen nochmal. Also, das Booklet, das schauen wir mal. Und dann haben wir hier die Tracklist aufgeschlüsselt. 12 Tracks. Und wir haben Features von Tamasch, Genetik und nochmal Genetik. Das war's von den Features her. Von den Features. Das ist die CD, DCVDNS, der erste Teil der Weiße. So sieht das Ganze aus, komplett in Weiß und die CD in Silber, also beide Seiten in diesem schimmernden Silber. Hier haben wir nochmal die erste Seite Weiße und das dürften wohl die Instrumentals sein. Ist die Frage. Ja, das sind die Instrumentals. Ebenfalls in diesem schimmernden Silber gehalten. Und ja, ihr könnt das natürlich dann ins Regal stellen. Also meine CDs stehen alle so im Regal. Aber ihr könnt das natürlich dann vom Cover euch aussuchen. Mir gefällt ehrlich gesagt dieses hier besser. Dann haben wir noch einen zweiten Tonträger. Ein zweites Album. Nämlich die Chopped und Screwed Version von der erste Teite Weiße. Das machen Rapper öfter, dass sie eine Chopped und Screwed Version rausbringen. Also auf Deutsch heißt das, wird es genannt, zerhackt und runtergeschraubt. Und was das genau bedeutet, also das heißt, die Tracks werden verlangsamt teilweise und umgeschnitten. Also es sind nicht mehr eins zu eins dieselben Tracks wie davor und werden auch teilweise durch Scratches noch ergänzt. Also Screwed ist eben von Scratching und Chopped einfach von zerhackt, geschnitten. Gut, 12 Tracks, genauso wie auf dem Standardalbum. Das Cover hier in ja, Zombie-Rot und Lila gehalten. Steht hier auf seinem Pulli, Married with Children. Alles klar. Und dann haben wir hier einmal die CD in Schwarz und Gelb gehalten, Chopped und Screwed. Und das Ganze natürlich in einem Pappcase. Dann haben wir einmal den Patch. Den könnt ihr natürlich aufnähen auf eure Kleidung, auf eine Kappe, auf eure Tasche, wohin auch immer. Dann haben wir die Sticker. Zweimal diesen Sticker mit der Mercedes G-Klasse. Gibt es ja auch im Track. Apropos Tracks, ich habe noch gar nicht gesagt, welche meine Favoriten sind. Also, meine Favoriten sind der erste Teil der Weiße, mein Mercedes Nummer 2 und Kids mit Genetik. Also diese drei finde ich extrem krass. Dann haben wir noch weitere Stickers hier, DCVDNS im Juventus Design. Richtig geil. Dann einmal die klassische Brille inklusive Träne. Dann den DCVDNS Schriftzug. Und der ist wirklich, also das hier ist locker, also das ist nicht durchsichtig, sondern es ist wirklich hier nur die Umrisse der Buchstaben. Hängt hier dann halt am V natürlich etwas lose. Und dann haben wir hier noch einen Sticker
im Raumanzug, der erste Teil der Weiße. Dann zusätzlich noch die Infokarte bzw. der Flyer zur Tour. D1 TWTR, also der erste Teil der Weiße Tour. Falls ihr in eure Nähe kommt, könnt ihr natürlich zu den Konzerten. Dann haben wir die Autogrammkarte. Sehr spannend, also keine Fotografie, wie man es normal kennt, sondern so ein Farbdruck in Rot-Weiß. Unterschrift auf jeden Fall echt mit blauem Edding. Rückseite weiß, wie es gehört. Gestärkter Karton. Dann haben wir noch das Poster. Das ist relativ klein, aber ein Wendeposter. Einmal im Hochformat DCV-DNS. So sieht das aus, wieder mit dieser Dreierbrille. Und auf der Rückseite haben wir noch im Querformat einmal die Erde und DCV-DNS Schriftzug darüber. Also ich würde auf jeden Fall diesen hier bevorzugen, also diese Seite. Und als letzten Teil der Box, als letzten Inhalt, haben wir noch einmal das T-Shirt. Dieses ist komplett in Weiß gehalten und auf der Brust finden wir dieses Space Shuttle mit DCV-DNS-Aufdruck. Neckprint haben wir keinen. So sieht das Ganze aus. Und wir haben es hier zu tun mit einem Gildensoft-Style, Größe L, Made in Honduras, 100% Baumwolle. Ja, übers Motiv kann man streiten, ist jetzt nicht so mein Fall. Da hätte ich noch eher die dreieugige Brille oder was auch immer, Mercedes G-Klasse, egal was bevorzugt, als so ein Space Shuttle. Aber ist natürlich immer Geschmackssache. Wir schauen uns das mal kurz im Detail an. Und so sieht das T-Shirt dann im getragenen Zustand aus. Also wir haben hier das Space Shuttle quer über die Brust, hier noch der Aufdruck DCV-DNS. Und hier noch D1TW, also der erste Teil der Weiße. Das T-Shirt ansonsten komplett in Weiß gehalten. Ja, mein Geschmack ist jetzt wie gesagt nicht so. Das Space Shuttle über die Brust. Aber ja, wer es möchte, kann damit natürlich herumlaufen. Und wie immer fassen wir zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt mit dem Space Shuttle drauf. Dann die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker. Der DCV-DNS-Patch, rechteckig. Die unterschriebene Autogrammkarte und der Tourflyer. Das Album im Digipack inklusive der Instrumentals. Das Bonusalbum, der erste Teil der Weise, Chopped and Screwed. Und dieses Doppelposter und DCV-DNS. Ja, eine Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box. Falls ihr die Musik feiert, falls ihr den guten Mann unterstützen wollt, die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.